Im Sommer 2019 rückte Huawei ins Visier der US-Regierung, der Trump-Regierung, denn man befand sich im Handelskrieg mit China und wollte Huawei treffen als eines der größten Tech-Unternehmen aus China. Und das bedeutete, sie landeten auf eine schwarze Liste, ihr kennt die Entwicklung, und sie konnten nicht mehr mit Google zusammenarbeiten. Und das bedeutete keinen Zugriff mehr auf die Google-Dienste, sprich den Google Play Store, Android Auto, all das fehlt. Und seitdem hat sich auch nicht wirklich viel verändert. Und aus diesem Grund versucht es Huawei mittlerweile selbst. Ich habe Anfang des Jahres mal einen Blick auf die Huawei App Gallery geworfen, auf die Dienste und auf das, was man so aufgebaut hat, und wollte mal so ein Fazit liefern zu dem aktuellen Stand von Huawei. Und ich habe da auch schon erwähnt, dass ich das Ganze nochmal machen möchte. Jetzt mit Erscheinen der neuen Mate-Reihe, mit dem Mate 40 Pro, dem neuen Flaggschiff von Huawei, habe ich gedacht, das ist ein guter Zeitpunkt, um sich mal anzuschauen, was sich dieses Jahr so alles bei Huawei getan hat. Ich werde diesen Test höchstwahrscheinlich von Zeit zu Zeit immer mal wieder wiederholen. Ich werde ihn dann nächstes Jahr auch mal ein bisschen anpassen und die Apps aktualisieren. In diesem Test möchte ich jetzt aber mit den Apps weitermachen, die ich Anfang 2020 gewählt habe, um auch einfach zu zeigen, was hat sich getan, was kam dazu, was fehlt vielleicht auch weiterhin. Sprich, wir bekommen 20 Apps und 10 Dienste, die ich mir ausgesucht habe. Bei den Diensten ist ein neuer dabei, das werde ich später nochmal genauer erwähnen. Und ich möchte mir nur die Apps anschauen, die es in der Huawei App Gallery gibt. Nicht Apps, die man dort irgendwie verlinkt und über eine Herstellerwebseite herunterladen kann, wie zum Beispiel WhatsApp. Das ist eine Lösung für technikaffine Nutzer, die sich dann auch die App-Updates irgendwie immer mal wieder selbst besorgen können und wissen, wie man eine APK-Datei herunterlädt und installiert. Für den normalen Nutzer ist das allerdings keine Lösung, finde ich persönlich. Und aus diesem Grund möchte ich wirklich schauen, welche Apps von offizieller Seite für die Huawei Smartphones verfügbar sind. Von den 20 Apps, die ich mir im Frühjahr ausgesucht habe, waren es im Frühjahr 3 Apps, die in der App Gallery verfügbar waren. Das war nicht viel. Mittlerweile sind es 6 Apps, die verfügbar sind, und ganz ehrlich, das ist nicht wirklich viel mehr. Es sind ein paar Apps dazugekommen von offizieller Seite. Es sind auch viele Apps dazugekommen, die ich nicht auf meiner Liste habe. Deswegen möchte ich diese Liste, wie gesagt, nächstes Jahr nochmal ein bisschen anpassen. Aber ich habe mich hier für eine Liste entschieden mit Apps, die im Google Play Store auf den Top-Plätzen vertreten sind, nicht irgendwie auf den hinteren Plätzen. Es ist vielleicht leichter, wenn man ein etwas kleinerer Entwickler ist, dann auch den Support von Huawei zu bekommen, dass man schnell in der App Gallery landet. Aber ich möchte natürlich wissen, was ist mit Apps wie Instagram, WhatsApp und Facebook, die wirklich jeder nutzen möchte. Und deswegen habe ich mir auch hier die Top 20 angeschaut. Bei den Diensten sieht es ein bisschen besser aus. Da habe ich mir 10 Dienste angeschaut. Davon sind mittlerweile tatsächlich 7 verfügbar. Und das ist gar nicht mal so wenig. Und 3, sage ich mal, sind jetzt noch nicht verfügbar, stehen aber durchaus demnächst an. Sprich, wir bekommen höchstwahrscheinlich bald Haikar, was eine Alternative für Android Auto ist. Huawei Pay wurde bereits angekündigt und soll noch 2020 starten, allerdings nur als QR-Code-Lösung. Der NFC-Support dürfte dann nächstes Jahr kommen. Und dann wird mit Hilink sowas wie eine Alternative für Google Home anstehen, sprich ein Ökosystem für Smart-Home-Geräte. Damit ist man in China bereits groß vertreten und hat viele Millionen Geräte auf dem Markt, die das Ganze unterstützen. Jetzt möchte man damit auch in Europa angreifen. Theoretisch gesehen, wenn wir jetzt wahrscheinlich ein paar Wochen vorspulen, ist man bei den Diensten dann wahrscheinlich sogar schon komplett mit dem Google-Ökosystem, mit Alternativen in Deutschland vertreten. Man kann natürlich immer über die Alternativen streiten, wie gut diese sind. Ich habe zum Beispiel schon Huawei Cilia genutzt. Das ist der Sprachassistent von Huawei. Den kann man nicht mit dem Google Assistant vergleichen. Definitiv ist das eine andere Liga. Aber wenn man sich die Mühe selbst machen kann, wenn man die Dienste selbst entwickeln kann, dann hat sich da in diesem Jahr sehr, sehr viel bei Huawei getan und man hat sich wirklich viel Mühe gegeben, diese Dienste bereits in Deutschland an den Start zu bringen. Und wie gesagt, 3 weitere Dienste, die das Ökosystem komplett machen, werden dann in den kommenden Monaten ausgebaut. 2 Dinge möchte ich in meinem Fazit heute ansprechen, die ich dann in meinem nächsten Part 3, sofern er dann Anfang 2021 kommt, nochmal genauer erwähnen möchte. Das wäre einmal die Qualität der Dienste oder der Apps, die vorhanden sind, vor allem der Dienste, denn ich habe es ja eben schon erwähnt, Huawei Cilia ist noch nicht im Ansatz so gut wie der Google Assistant. Ich bin dann auch mal gespannt, sobald es die ersten Modelle mit Huawei Haikar geben wird, ob das mit Android Auto mithalten kann oder ob die Smart Home Geräte, die wir bekommen, die mit dem Hilink Ökosystem von Huawei verknüpft sind, wirklich auch mit den Smart-Home-Produkten mithalten können, die das Google Home Setup bietet. Da dürfte es größere gravierende Unterschiede bei der Qualität geben. Die stelle ich schon jetzt fest, die möchte ich in den kommenden Monaten beobachten. Ich bin dann aber auch mal gespannt, was alles kommen wird, denn Huawei hat von offizieller Seite bestätigt, dass man mit dem Ökosystem an Diensten oder das an Geräten rund um die Huawei-Palette
deutlich Druck machen wird und dass da einiges in den kommenden Monaten kommen wird. Dementsprechend dürfte vor allem dieser Bereich in der nächsten Ausgabe wirklich interessant sein. Und da möchte ich nicht nur schauen, wie viele Dienste hier vertreten sind, sondern wie vielleicht auch der Qualitätsunterschied ist. Aktuell ist mein Fazit dazu noch etwas ernüchternd. Ich würde auch sagen, dass sowas wie eine QR-Code-Lösung für Huawei Pay für viele nicht akzeptabel ist, denn ihr seid es vielleicht gewohnt, dass ihr mit Google Pay einfach nur euer Smartphone an das NFC-Terminal haltet. Dementsprechend sind das Dinge, die ich dann beim nächsten Part noch etwas genauer begutachten möchte. Was ich auch sagen muss, ist, dass ich bei den Apps mehr erwartet hätte. Bei den Diensten, die Huawei selbst in der Hand hat, hat sich viel getan. Man merkt auch, dass sich viel tut und da gibt es viele Ankündigungen im Hintergrund, wo auch Dinge in den kommenden Wochen und Monaten passieren werden. Ich hätte allerdings gedacht, dass der Support der Entwickler größer sein wird. Da bin ich ganz ehrlich. Man hat einige bekannte Apps mit in die App Gallery gebracht. Outbank und Co. sind da mittlerweile dabei, um vielleicht auch mal ein paar große Namen zu nennen. Aber ich persönlich hätte einfach damit gerechnet, dass die ganz großen Fische, wie zum Beispiel WhatsApp, Instagram oder Facebook, da mittlerweile vertreten sind. Das sind mittlerweile Apps und Dienste, die natürlich jeder nutzen möchte. Ich glaube, man kann in Deutschland kein Smartphone verkaufen, wenn man nicht von offizieller Seite WhatsApp als den populärsten Messenger unterstützt. Da hätte ich ehrlich gesagt erwartet, dass sich danach über einem Jahr mehr tut. Im Sommer 2019 wurde bekannt, dass Huawei auf dieser Liste landet. Dann hat man so ein paar Wochen und Monate benötigt, um sich anzupassen. Dann hat man Ende des Jahres entschieden, dass man das Ganze jetzt ohne Google macht. Und 2020 hat man dann ganz populär gesagt, die Huawei App Gallery ist die Zukunft. Allerdings gibt es noch keine Aussage oder Prognose von den großen Anbietern. Ich habe ja hier die Liste im Video gesehen, wann oder wie diese Apps kommen sollen. Und mit den Spielen möchte ich gar nicht erst anfangen. Da sieht die Sache tatsächlich noch viel schlechter aus. Wenn man bedenkt, dass die Grundlage Android ist und dass eigentlich nur die Google-Dienste durch die Huawei-Dienste ausgetauscht werden müssten, hätte ich damit gerechnet, dass die Entwickler wie Facebook, die wirklich viele Entwickler beschäftigen, das schneller machen. Ich vermute also, dass das Interesse einfach nicht da ist, die Huawei-Smartphones zu unterstützen. Und das könnte etwas sein, was vielleicht auch anhält. Vielleicht würde es sich in den kommenden Wochen ändern. Es wird auf jeden Fall etwas sein, was ich beobachten werde. Auch mit Blick darauf, dass Huawei nächstes Jahr ein eigenes Betriebssystem für Smartphones an den Start bringt, Harmony OS. Da werde ich auch später nochmal genauer drauf eingehen in einem eigenen Video. Das macht die Sache für Entwickler etwas komplexer. Und wenn es Huawei nicht selbst in die Hand nehmen und die Dienste selbst entwickeln kann, merkt man, dass der Support zwar teilweise größer wird und dass mehr Apps kommen, das ist schön, aber dass viele populäre Apps weiterhin noch nicht vorhanden sind. Wie lautet also mein Fazit, vor allem im Vergleich zum Anfang von 2020, wo ich das Ganze das erste Mal gemacht habe und wo ich jetzt erneut den Blick auf die Apps und Dienste werfe? Anfang 2020 war ich sehr skeptisch und ich muss auch jetzt ganz ehrlich sagen, dass ich weiterhin skeptisch bin. Mir würden einfach noch viel zu viele Apps fehlen und die Qualität der Dienste ist noch nicht auf dem Niveau, was ich persönlich von einem Smartphone oder Ökosystem erwarten würde. Aber womit ich nicht gerechnet hätte, ist, dass sich so viel tut innerhalb von weniger als einem Jahr und dass Huawei von offizieller Seite selbst sehr, sehr viel Druck macht und sich Mühe gibt, dass man diese ganzen Schwachstellen ausmerzt. Eigentlich fehlt nur noch der Support der Entwickler, die etwas offener für die Plattform vielleicht auch sein müssten und ihre Apps dann in der App Gallery veröffentlichen könnten. Da hofft Huawei natürlich weiterhin drauf, da hat sich etwas weniger getan, als ich erwartet hätte. Aber ich muss auch sagen, dass das Ökosystem von Huawei selbst durchaus vielversprechend aussieht. Ich bin jetzt mal gespannt, was sich 2021 tut und muss auch ganz ehrlich sagen, dass ich dann spätestens im Sommer 2021 erwarten würde, dass die wichtigsten Apps vorhanden sind, sprich knapp 2 Jahre nach dem Ende der Google-Dienste würde ich durchaus erwarten, dass dieser Support da ist. Ich werde mir das Ganze dann natürlich vielleicht nochmal anschauen. Wer weiß, was sich bis dahin noch getan hat. Ein halbes Jahr in der Smartphone-Branche ist ein langer Zeitraum. Aktuell kann ich weiterhin noch nicht wirklich dazu empfehlen, Huawei-Smartphones zu kaufen. Wenn ich ganz ehrlich bin, ist das eine Sache für Technik-Nerds, die keine Probleme haben, ihre Apps und Dienste anderweitig zusammenzusuchen. Oder auch ein Gerät entsprechend zu routen und den Support dann vielleicht irgendwie selbst auf die Geräte zu bringen. Aber für offizieller Seite, wenn ich jetzt überlegen würde, dass ich so ein Gerät meinen Eltern empfehlen würde, würde ich das weiter noch nicht tun, denn denen traue ich nicht zu, dass sie das selbstständig machen können. Aber ich bin zuversichtlich, was die Zukunft angeht und bin dann mal gespannt, wie die Sache in gut einem halben Jahr, werde ich das wahrscheinlich wieder tun, mal aussieht. Ich bedanke mich an dieser Stelle bei euch fürs Zuschauen. Falls euch das Video gefallen hat, würde ich mich wie immer über einen Daumen hoch freuen und ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Video.